Ja, hallo zusammen, hier euer Zylinderkopfschaden. Heute in diesem Video möchte ich euch den Phoenix Pro vorstellen. Ich habe mir den nicht gekauft, der wurde mir erstmal gesponsert zum Testen, zum Spielen. Und jetzt können wir den mal zusammen testen. Erstmal etwas vorweg, das gefällt mir verdammt gut. Gut gelöst, deutlich besser als der Launchpad 7. So, dann fangen wir erstmal an. Von der Haptik her. Richtig nice, liegt gut in der Hand. Das Teil wiegt gefühlt 2 Kilogramm. Auch hier verdammt viele Schnittstellen von USB Mini zu HDMI Ausgang. Ganz normalen USB 2.0 Anschluss. Auch einen LAN-Anschluss haben wir hier. Externe Spannungsversorgung, wahrscheinlich auch zum Aufladen der Batterie. Zu den technischen Daten können wir auch mal gucken. Der arbeitet mit 5 Volt Spannung. 3A maximal, das heißt, wenn man die zusammen multipliziert, kommt man auf die Kapazität. Das sind 15.000 mAh, das passt. Ja. Auch hier schön den Haltebügel, kann man das ans Lenkrad anlegen, dann sind die Hände frei. Nice umgesetzt. Jetzt kommen wir zu der Software. Bevor wir zu der Software kommen, zeige ich euch erstmal den Dongle. Ist jetzt kein spezieller Dongle, das ist ein DS401, ein DBSK3 Dongle. Auch an der Seriennummer sieht man das, aber etwas vorweg, das ist ein Pro Series Dongle. Das ist ein hochwertiger Dongle. Dann gibt es noch diese Phoenix Plus, die haben den billigen SyncDiac Dongle. Den empfehle ich nicht. Wenn, dann soll man sich sowas kaufen. Genau. Den schließe ich erstmal an und dann schauen wir uns mal zusammen die Software an. Genau. So, der Anschluss ist hier. Ihr habt es gehört. Wir fangen erstmal mit dem Software zurücksetzen an, weil ich werde das System gleich mit ProDiac vergleichen. Ihr kennt das schon, die russische Version. Und ehrlich gesagt, nehmen die sich nicht viel. Aber es gibt ein paar große Unterschiede, wo es schon prägnant ist. Also was die Servicefunktion angeht, ist der volle Pulle, volles Haus. Hier fehlt einfach nur Odo. Odo ist die App, womit man den Kilometerstand auslesen kann, ob er manipuliert zurückgesetzt wurde. Das hat er zum Beispiel nicht. Und Odometer. Odometer ist, wenn man eine Tachojustage machen möchte. Aber ich sag mal so, das hält sich in Grenzen. Man kann nicht bei allen Fahrzeugen Tacho justieren. Bei VAG schon. Und bei gewissen chinesischen und amerikanischen Fahrzeugen, das war's dann auch schon. Also so krass ist es nicht. Ja. Aber trotzdem, ich zeige euch mal die Servicefunktion. Insgesamt, ihr seht 6 pro Zeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 plus die 3 hier, 39 Servicefunktionen. Ja. Lokaldiagnose, ich hatte euch ja am Anfang gesagt, dass die Software ein bisschen bescheiden ist. Und hier erkennt man es. Hier fehlen verdammt viele Modelle. Elektrofahrzeuge sind hier gar nicht drin. Batteriemanagementsysteme könnt ihr hier nicht diagnostizieren. Hat er nicht. LKWs könnte man eventuell nachrüsten, kaufen, aber ist mit verdammt hohen Umkosten verbunden. Ja. Unter Amerika, hier sind doch mal die einzelnen Fahrzeuge in Kategorien eingeordnet. Ist nice to have, aber das war es dann auch schon. Das zu testende Fahrzeug ist in unserem Fall ein Landshare, auch baugleich mit dem Chrysler 300. Da diagnostizieren wir mal, könnt ihr auch die Geschwindigkeit einschätzen. Eins, also etwas vorweg, ProDiac ist exakt genauso aufgebaut. Die Leute, die behaupten, Topton wäre eine eigene Firma, eine eigene Software, die lügen. Die Datensätze sind gleich. Dahinter steckt die Firma Launch GmbH. Genauso wie SyncCar, SyncDiac, dahinter steckt auch Launch. Lasst euch nicht verarschen. Ihr kauft, wenn ihr so ein Gerät kauft, nichts Besseres. Wenn der einen Fehler in einem Steuergerät hat, wenn der es nicht diagnostizieren kann, kann es Launch auch nicht. Kann es ProDiac auch nicht, kann es XDiac auch nicht, auch nicht Diakzon. Deshalb, lasst euch da nicht betrügen. Ja, ist auch verdammt schnell, passt. Gleich kommt auch die Baumtopologie,
was ich verdammt schön finde, und das Display ist entsprechend auch gut umgesetzt, aber dafür zahlt man auch seine 2000 Euro. 2000 Euro ist verdammt viel Geld. Ja. Hier unter der Systemliste können wir die einzelnen Steuergeräte auswählen. Power Control Modul, ähnlich aufgebaut wie beim Ford. Da klicken wir mal drauf. Ja, hier sind nochmal die technischen Daten. Unter Datenstrom lesen könnt ihr euch die Parameter anzeigen lassen. Aber das kennt ihr ja schon alles. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ist gut umgesetzt. Hier könnt ihr zum Beispiel die Leerlaufruhe-Regelung euch anzeigen lassen. Zum Beispiel seht ihr am Zylinder 4. Der ist ein bisschen unruhig. Genau. Korrekturwert ist ein bisschen hoch. Da, wo der negative Bereich ist, da wird Kraftstoff weggenommen. Da, wo der positive Bereich ist, wird Kraftstoff eingespritzt, damit man dafür Sorge trägt, dass der Motor ruhig läuft. Ja. So funktioniert hier wunderbar. Unter der Konfiguration, herzlichen Grenzen, hier in den Sonderfunktionen sind die ganzen Zustände. Hier ist es jetzt erstmal nicht. Wir müssen erstmal hier raus. In der Baumtopologie sieht man alle möglichen Sonderfunktionen. Genau. Ja. Das nennt sich hier allgemeine Funktion. Bei Prodiac nennt sich das Sonderfunktion. Ja. Genau. So. Noch etwas vorweg. Ich gucke mir mal kurz unter anderem Module. Ist bei Prodiac genauso aufgebaut. Ihr könnt einen Batterietest damit anschließen. Oszilloskop. Sensorbox. Sensorbox ist ein Funktionsgenerator. Damit könnt ihr alle möglichen Signale generieren. Rechteck, Sinussignal, Sägezahnsignal, genau. Ist gut umgesetzt. Hier das Universalmessgerät, das ist einfach nur ein Multimeter. Ja. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Das, was ich hier schlimm finde, natürlich, die Hersteller müssten da Geld verdienen, die Updates sind verdammt teuer. Die 2000 Euro. Heines Pro ist nicht inkludiert, könnte man entsprechend mit dazu kaufen, kostet aber auch wieder die 1000. Also, das, was auch noch gut ist, das Fahrzeug, also mit diesem Fahrzeug können wir das nicht testen, aber Online-Codierung, Online-Programmierung ist hier drin. Wenn wir das mit dem Launchpad 7 vergleichen, der hatte das nicht. Der hat das. Also, da bekommt ihr einen ganz klaren, schönen Pluspunkt. Statt dem Launchpad 7 würde ich mir ganz klar einen Phoenix Pro kaufen. Aber was die Preise angeht, sind die beide meiner Meinung nach trotzdem überteuert. So, dann schließe ich das jetzt mal kurz, weil das reicht, beziehungsweise ne, vielleicht brauchen wir es ja zum Vergleichen. Ich stecke mal den Dongle ab. Auch hier wieder ist ein Pro Series Dongle, ich zeige den jetzt nicht. Das ist ein DBSK 3, so viel vorweg, aber das bringt euch nichts, weil die unterscheiden sich auch nochmal in ihren Modellen, in ihren Seriennummer. Nicht jeder ist ein Pro Series Dongle und nicht jeder kann auch ältere Fahrzeuge diagnostizieren. Dieser Dongle kann das. Der kann von 1991 bis heute, und dieser Dongle, der kann das nicht. Er kann das schon, aber ich sag mal so, bei Mercedes-Steuergeräten, bei dickeren Fahrzeugen, bei älteren 1994, 1995, werdet ihr sehen, Motorsteuergerät antwortet nicht, Getriebesteuergerät antwortet nicht. Er kann es nicht. Er hat hierfür nicht die Firmware. Ja. Jetzt testen wir mal hier das hier. Genau. Schließe ich jetzt mal an. Ist angeschlossen. Jetzt kommen wir zu der Prodiac Version. Auch hier ein schönes Tablet. Natürlich ist nicht so groß wie der Phoenix Pro. Wir können den mal gerne vergleichen. Dafür ist er aber handlicher, weil man kann während der Fahrt, hier kann man die Hand reinstecken. Ihr seht, meine Hand ist frei. Dann kann man während der Fahrt Parameter auslesen. Sollte man trotzdem während der Fahrt nicht machen, aber er kann es. Genau. Das, was mir sofort aufgefallen ist unter der lokalen Diagnose, Batteriemanagementsystem fehlt. Das heißt, ihr könnt damit keine High-Voltage-Batterien auslesen, die Gleichspannungsbatterien könnt ihr nicht auslesen. Wenn ihr ein Elektrofahrzeug habt, wisst ihr nicht, wie viel Temperatur die einzelne Zelle hat, welche Spannung die hat, könnt ihr nicht auslesen. Er kann es unter Batteriemanagementsystem. Zum Beispiel auch unter dem Reiter Neue Energie habt ihr die Elektrofahrzeuge drin. Volles Programm. Ihr habt LKWs drin. Volles Programm. Ihr könnt damit Busse auslesen.
Ihr könnt damit Nutzfahrzeuge ausleasen. Auch unter den LKWs gibt es Elektrofahrzeuge. Die kann er auch. Das Geile ist, Motorräder könnt ihr auch diagnostizieren. Zum Beispiel, damals gab es Victory nicht, Ducati nicht. Kam auch mit dazu. Das System ist updatefähig. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, und zwar das Reparaturleitprogramm Heines Pro. Ich muss das mal kurz abdecken. Ich will nicht, dass wir gegen Urheberrechte verstößen. Genau. Nur damit ihr das seht. Funktioniert auch. Der Phoenix Pro kann es nicht. Er kann es. Just for fun. Wir können mal in ein Audi-Steuergerät reingehen. Was heißt Audi-Steuergerät? In das Reparaturleitprogramm. Ich klicke mal auf irgendetwas drauf. Genau. Wir können uns zum Beispiel den Zahnriemen anzeigen lassen. Die Anleitung inklusive der Werkzeuge, die man braucht, die Spezialwerkzeuge, volles Programm, ist mit drin. Ja. Ihr habt auch die Reparaturdaten, ihr habt Schaltpläne, ihr habt Anzugsdrehmomente, was ich verdammt wichtig finde. Zum Beispiel, wenn ihr am Fahrzeug, an der Fahrzeuggeometrie was abändert, ihr braucht immer Anzugsdrehmomente. Und die habt ihr hier drin. Ihr müsst nicht separat ein Programm zuschalten, einfach Tablet rausholen, Diagnose machen, Anzugsdrehmomente anzeigen lassen. Richtig geil umgesetzt. Unter anderem Module, unter Werkzeugkasten habt ihr alle möglichen Apps. Ihr könnt damit Batterie prüfen. Genauso wie mit dem Phoenix Pro. Sensorbox habt ihr, Multimeter habt ihr. TPMS, sprich den TS-Gang, könnt ihr hier mit einbinden. Ihr habt mit ProDiac keine Nachteile. Im Gegenteil, ihr habt die volle Software. Ihr müsst für nichts extra zahlen. Genau. Unter Software zurücksetzen, ihr konntet euch ja noch daran erinnern, insgesamt 39 Service-Funktionen. Jetzt zählen wir mal hier auf. Auch 6 pro Zeile, 1, 2, 3, einen Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt haben wir schon 36 plus die hier machen 40, 41 haben wir jetzt insgesamt hier. 8 geben, ist noch nicht fertig, 42, 43, 44, 45 Stück, insgesamt 45 Servicefunktionen. Jetzt diagnostizieren wir auch hier funktioniert die intelligente Diagnose, exakt die gleiche Geschwindigkeit, ihr habt hier keine Nachteile, genau, ja. Natürlich müsst ihr auch sicher gehen, dass der Dongle richtig steckt, okay, ja. Gleiche Oberfläche, gleiche Maskierung, auch hier habt ihr die Baumtopologie. Allein da erkennt man schon, es ist die gleiche Software. Lasst euch nicht verarschen, lasst euch nicht sagen, ihr bekommt etwas Besseres. Das ist Bullshit. Ja. Hier könnt ihr sehen, das ist die 34.20, die Versionsnummer. Jetzt schauen wir uns das mal unter. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, höchstwahrscheinlich unter. Ja, jetzt müssten wir theoretisch hier reingehen. Ich gucke mir das mal kurz an. Das ist jetzt höchstwahrscheinlich unter Chrysler versteckt. Gehen wir mal kurz hier auf alle. Da haben wir es. Jetzt schauen wir uns mal die Versionsnummer an. 34.20. Ihr seht, wie gesagt, das Topton Phoenix Pro. Und guckt mal, was hier drauf steht. 34.20. Es ist die gleiche Software. Lasst euch nicht verarschen. Auch hier habt ihr die Batteriespannung. Auch bei dem habt ihr die Batteriespannung. Die wird euch angezeigt. Die Batteriespannung bekommt ihr nur bei Pro Series Dongle angezeigt. Alle anderen Dongle zeigen euch nichts an. Das ist eine Fälschung. Bei eBay werden die unter SyncDirect 2 verkauft. Als Mooka werden die verkauft. Die Leute werden übers Ohr gehauen. Ja. Genau. Unter Systemliste können wir ins Motorsteuergerät reingehen. Ja. Es ist die gleiche Maskierung. Ihr habt hier keine Nachteile. Ja. Fehlercodes lesen. Keine Fehler. Er hat auch keine Fehler. Auch unter Datenstrom lesen. Wir waren ja in der Einspritzmengenabweichung. Auch hier können wir reingehen. Das waren ja hier die Korrekturwerte. Ihr könnt euch ja noch daran erinnern. Das war ja Zylinder 4. Zack. 2,44.
Es hat sich daran nichts geändert. Auch dieser Dongle macht den gleichen Job. Es ist die gleiche Software. So. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit überzeugen. Meiner Meinung nach ist der Top-Dongle erstmal sein Geld wert. Natürlich, ihr kauft originale Software. Aber wenn ihr Geld sparen möchtet, wenn ihr viel, viel mehr Software haben möchtet, kommt ihr an Prodiac nicht drum herum. Okay, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Euer Zinderkopfschaden. Ciao.